Hallo liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zur ersten Folge von meinem Großformat ABC. Ich habe ja gesagt, dass ich in der nächsten Zeit so ein bisschen euch mitnehmen möchte auf meinen Einstieg ins Großformat, auf das, was ich mir für Fragen gestellt habe, was ich gelernt habe, wo ich drüber gestolpert bin. Und wenn ihr in der Großformatfotografie schon viel Erfahrung habt, dann ist das vielleicht nicht ganz so spannend für euch, aber umso mehr seid ihr dann aufgerufen, unten in die Kommentare eure Erfahrungen, Hinweise, Tipps reinzuschreiben. Dann lernen wir alle was davon. Und ich bin beim besten Willen noch kein Experte. Von so her ist eure Hilfe herzlich willkommen. Und dann ist das für euch auch gar nicht mehr ganz so langweilig, wenn ihr nur aufpassen müsst, was erzählt der Schimmel da für einen Quatsch und wo können wir ihn verbessern und wo können wir Sinnvolles dazu beitragen. Dann ist allen gedient. Ja, wer das Ganze nachlesen möchte, das trifft sich ganz praktisch, denn seit der letzten Ausgabe gibt es in der Fotoklassik, jetzt wollte ich das auch so hinhalten, dass es dann, ne, Fotoklassik, eine Artikelserie zum gleichen Thema. Die wird nicht zeitgleich mit meinen Videos erscheinen, also mal das Video vorher, mal der Artikel vorher, weil das einfach so, wie es gerade kommt. Einstieg in die Großformatfotografie, auch da gibt es dann manches nochmal zum Nachlesen, die Tabellen zum Nachschlagen, ist glaube ich ganz praktisch und ansonsten hier als Video. Ja, das war der Teil Werbung, Heft kommt jetzt weg. Als ich eingestiegen bin oder gesagt habe, ich möchte mit Großformat anfangen, war für mich die Frage erstmal, was für eine Kamera soll ich mir dann am besten zulegen. Denn natürlich hatte ich von den wahnsinnig tollen Möglichkeiten, die so eine Großformatkamera bietet, neben der wahnsinnigen Auflösung gehört. Und da war ich aber erstmal relativ doof und wusste gar nicht, wie ist so eine Kamera überhaupt aufgebaut und was kann die und was kann manche nicht und was brauche ich davon überhaupt. Und damit ihr so ein bisschen eine Idee habt, wenn ihr noch gar nichts mit Großformat zu tun gehabt habt, was für Unterschiede es da gibt und worauf man achten kann, aber nicht muss, je nachdem, ob man es braucht oder nicht, wollen wir heute mal uns die Grundtypen an Kameras angucken. Und dafür habe ich mir mal einfach drei Gruppen rausgesucht von Kameras. Also die meisten lassen sich in diese drei Gruppierungen einsortieren. Und natürlich gibt es Sondertypen, aber grob drei Gruppen. Und ich glaube, mit denen kann man dann schon ganz gut entscheiden, wofür entscheide ich mich denn. Die erste Variante von Großformatkamera, die sehen wir schon da hinter mir. Das ist meine Calumet 4x5. Das ist eine sogenannte Monorail-Kamera oder eine Studiokamera oder eine Fachkamera. Fachkamera ist dabei drollig, die heißt nicht Fachkamera, weil sie Fächer hat, sondern weil der Fotograf, der diese Kamera verwendet, vom Fach ist. Ich glaube, im Grundsätzlichen werde ich, wie in dem Artikel auch, die englischen Begriffe verwenden, weil die sind irgendwie einleuchtender. Das Ding heißt Monorail, weil hier unten eine durchgehende Schiene ist, von hier nach da. Also eine Monorail-Kamera. Auch die Ausdrücke für andere Kameras, Laufbodenkamera, wir kommen da noch zu. Diese Monorail-Kameras, von denen es sehr viele verschiedene gibt, die sind hauptsächlich zur Arbeit im Studio gedacht gewesen. Sie bieten unglaublich viele Einstellmöglichkeiten, diese teilweise sogar sehr fein gezahnt, steuerbar, sodass man ganz, ganz präzise einstellen kann. Aber wie immer, wenn es präzise wird, wird es schwer. Das heißt nicht, dass man mit so einer Kamera nicht nach draußen gehen kann. Ich habe damit auch schon draußen fotografiert. Ich würde damit nur nicht wandern gehen, denn dafür ist das Ding dann doch einfach zu gewichtig. Gewicht bringt natürlich Stabilität und das ist ein anderer Punkt, den man dann beachten muss. Denn je leichter und je transportabler eine Kamera ist, umso empfindlicher ist sie für Außeneinflüsse, Wind oder solche Dinge und auch die Justierbarkeit, also das, was ich eingestellt habe, wirklich fix einzustellen, sodass das bei Berührung auch noch stabil eingestellt bleibt, ist natürlich dann eingeschränkt.
Es gibt unter diesen Monorail-Kameras, den Studio-Kameras, ganz hervorragende Systeme, die man erweitern kann, von Sinar zum Beispiel. Ich blende da mal immer zwischendurch ein paar Bilder ein. Gibt es Kameras, die sich beliebigst auf alle Aufgaben konfigurieren lassen, wo es unendlich viel Zubehör für gibt, wo das Zubehör auch leicht zu beschaffen ist. Es gibt auf der anderen Seite, wie das hier bei meiner Canomet ist, sehr einfach gehaltene Vertreter, die damals schon günstig waren, die heute noch viel günstiger sind. Da kann man sich also auch mit kleinem Budget relativ gut ausstatten. Dafür muss man dann so ein bisschen Abstriche machen, wenn es um Zubehörteile oder Ersatzteile und solche Dinge geht. Muss man für sich selber entscheiden, was man braucht und was man will. Ich habe gedacht, für den Einstieg, Großformat ist ja schon ein Experiment. Klar ist so eine Sinar oder eine Cambo verlockend, aber muss es vielleicht nicht direkt als Einstiegsvariante sein. Aber das ist, wie gesagt, eine ganz persönliche Entscheidung. Die zweite Gruppe von Kameras, die dann in Frage kommen, sind sogenannte Field-Kameras oder View-Kameras, Laufbodenkameras im deutschen Fachbegriff genannt. Das sind Kameras wie meine Nagaoka oder wie eine Ebony oder wie diverse andere Vista Field oder Chamonix. Aber auch die ganz neuen Kameras wie von Camera Dactyl, Intrepid, Chroma oder Stenopaca, die sind natürlich günstig. Also so eine Intrepid, die kriegt man schon für unter 300 Euro neu. Neue 4x5 Kameras. Und es gibt keinen Bereich, auch das zeigt so ein bisschen, dass der Trend Richtung Großformat geht. Es gibt keinen Bereich in der analogen Fotografie, wo so viele Kameras immer wieder neu vorgestellt werden, wie im Bereich des Großformats. Ja, also diese Field-Kameras, die sind natürlich leichter, die sind wesentlich transportabler, aber sie haben weniger Movements. Was diese Movements genau sind, darauf gehen wir in einem separaten Video nochmal ein. Aber als Kameraklasse ist das natürlich etwas, was man sehr viel leichter mit nach draußen, mit auf eine Wanderung, mit auf einen Fototrip nehmen kann, als so eine Monorail-Kamera. Die dritte Gruppe von Kameras, die steht irgendwo dazwischen. Das sind die technischen Kameras oder Press-Kameras, mal zusammengefasst unter dem Begriff Clamshell-Kameras. Clamshell deswegen, weil es wie eine Muschelschale aufgebaut ist. Man klappt die Kamera auseinander und in einem hinteren festen Gehäuse ist dann quasi der Balken untergebracht und die Frontstandarte, das ziehe ich raus, habe dann wie so eine Laufbodenkamera die Funktion. Die sind auch von der Einstellung her irgendwo dazwischen, haben also oft mehr Einstellungen als die sehr einfachen Field-Kameras. Da muss man eben auf Gewichteinsparung achten. Bei diesen Presskameras oder Clamshell-Kameras war das oft nicht so. Ganz bekannte Vertreter sind hier die altehrwürdigen Graflex-Kameras von Graphmatic, die in den USA halt als Pressekameras verwendet wurden, aber auch die technischen Kameras wie eine Linhof Technica oder eine Horseman. Oder auch von Vista gab es, glaube ich, auch eine technische Kamera. Da gibt es also einige Modelle, aus denen man da auswählen kann. Die sind halt nicht ganz so sperrig wie eine Monorail-Kamera, aber sie sind vergleichsweise sehr, sehr viel solider als eine Field-Kamera. Auch da gibt es einen Preisbereich, der fängt vielleicht bei 500, 400 Euro an. Die Speed Graphics, die sind hier in Deutschland ein bisschen teurer als in den USA, da war das Massenware, da gibt es die auch heute für 250, 300 Dollar zu kaufen. Wer also den Import nicht scheut, der kann sich da mal umgucken. Und ansonsten geht das dann rauf bis zu einer Linhof Technica, je nach Modellvariante bis zu 2.500 Euro, die man da auf den Tisch legen muss. Kann sich also da auch je nach Budget bedienen. Von der Funktionalität sind die Kameras alle sehr unterschiedlich und sehr gleich. Also man hat immer einen Balken, man hat eine Vor- und Rückstandarte,
Standarte, wo der Film aufbewahrt wird, eine Standarte, wo das Objektiv dran sitzt. Die beiden fahre ich unterschiedlich lang auseinander, um den Fokus zu bekommen oder eben die Brennweite abzubilden. Und genau das ist dann auch schon einer der größten Pferdefüße bei der Kameraauswahl, denn die Bauart, die bestimmt oft, wie nah aneinander ich meine Standarten fahren kann, also wie weitwinkelig kann mein Objektiv sein, denn der Balkenauszug, der entspricht immer der Brennweite in der Unendlichkeitsstellung. Also das, was wir hier hinter mir sehen, das sind so den Daumen gepeilt 25 cm, weil mein Normalobjektiv hier dran oder mein Standardobjektiv hier dran ein 240 mm Objektiv ist. Um das auf unendlich zu kriegen, muss ich die Frontstandarte, den Ziel, den Mittelpunkt des Objektivs 240 mm weit von der Filmebene entfernt haben. So, und man sieht schon an der Bauart, wenn ich die jetzt zusammenschiebe, die sind ja relativ brachial breit gebaut, weil das eben auch stabil ist. Näher als 10 cm kriege ich die nicht aneinander. Mein kleinstes Objektiv, was ich dann also verwenden kann, wäre ein 100 mm Objektiv, wenn ich das auch unendlich fokussieren möchte. Gehe ich näher ran, muss ich weiter raus, das ist dann kein Problem. Problematisch wird es dann eben in der umgekehrten Variante. Je weiter ich den Balken ausziehen kann, umso größer kann meine Brennweite werden. Für ein 300 mm Objektiv muss ich also schon eine Balkenlänge von 30 cm haben. Für ein 600 mm Objektiv sind das stolze 60 cm Balken, die ich da zur Verfügung haben muss. Und das hat mit Sicherheit keine kleine Field-Kamera. Ja, ich muss also vorher dann schon entscheiden, welches Objektiv, welche Bandbreite an Objektiven will ich an meiner Kamera verwenden. Ich zeige nochmal eben hier genau das Gegenteil. Das hier ist nochmal meine Nagaoka. Und wie man sieht, kann ich hier bauartbedingt Frontstandarte und Rückstandarte schon sehr viel näher aneinander bringen, sodass ich hier Objektive bis 58, 56 mm verwenden könnte. Mit Movements ist allerdings dann auch schon nicht mehr viel zu machen. Also all diese Punkte gilt es zu bedenken, wenn ich mir meine erste Großformatkamera aussuche. Und wahrscheinlich wird man so ein bisschen Kompromisse finden müssen, denn auch hier gibt es keine Kamera, die alles wirklich gleich gut kann. So, für die nächste Folge, das habe ich vorhin schon angekündigt, wollen wir ein bisschen über die Movements sprechen. Und dafür baue ich jetzt hier mal ganz schnell um und ihr seht dann die Folge beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle, habt Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieses Video gefallen hat und vielleicht auch die anderen noch in meinem Kanal, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ein Abo da lässt, das heißt, da unten auf den Abonnieren-Button drückst und vielleicht auch die Klingel aktivierst, denn dann wirst du jedes Mal informiert, wenn ich hier ein neues Video online stelle und dann verpasst du nichts, was auf diesem Kanal passiert. Ja, und dann freue ich mich darüber, wenn du den Kanal abonnierst und wenn du kommentierst und deine Meinung sagst und mit mir in Interaktion trittst. Fürs Abonnieren sage ich deswegen schon mal herzlichen Dank. Ja, und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.